Hallo zusammen. Ja, ich habe mich jetzt im Januar nun mich nach Norden begeben. Genau gesagt, ich bin heute im Landkreis Diepholz und das, was ich zeige, darum geht es. Es geht nämlich um Windpark Albrinhausen und ich war zuletzt 2020 hier, als die Cypress gebaut wurden. Ja, derzeit sehe ich übrigens auch, dass an den Cypress wieder leider gearbeitet wird. Ja, ich habe aber einen anderen Grund, warum ich hier in Albrinhausen bin. Und zwar geht es hier hinten um die alten Endron. Denn die Endron Wind 1.5S sollen jetzt im Rahmen eines Verbaus verschwinden. Und ich wollte heute gucken, wie weit sie jetzt mit dem Rückbau sind. Zudem zeige ich jetzt auch zunächst erstmal diese neuen riesengroßen Cypress. 5358 sind das hier. Also die etwas leise und schwächere Variante. Worum es geht, die Endron Wind 1.5S sollen jetzt im Rheinland-Pfalz verschwinden und es soll was ganz Besonderes hinkommen. Und zwar Enercon E160 EB5 in der E3 Version. Das ist was ganz Besonderes, denn Enercon hat die EB5 Plattform umstrukturiert, technisch und design, optisch, nämlich mit dieser Linesse. Und die soll jetzt in Albrinhausen kommen. Ich mache jetzt Folgendes, wie der Windpark jetzt aussieht in einem Zustand. Es wird noch ein Video später folgen, wo dann der Windpark im neuen Zustand gezeigt wird. Hier nochmal kurz ein Blick, was bislang gemacht wurde. Der Betreiber Westwind Energy hat hier 7G Wind Energy 5358 gebaut im Jahre 2020 und die sind an der Aufnahme von 161 Metern. Gesamtheit noch gesagt, ursprünglich geplant war bei 4.558. Dies wurde aber im Rahmen dann eines Umgehungsverfahrens dann später nochmal geändert, nämlich auf 5.358. Gut, ich würde sagen, ich suche jetzt mal dieses Kraft. Angekommen bei der ersten. Schaut euch an, wie riesig das Teil ist. Das ist wirklich ein Monstrum. Und man muss einfach sagen, wenn jetzt die E160 noch stehen, das wird ein Windpark Superlativ. Also wirklich mit 160 Bruttodurchmesser fast. Und dann um die 5 MW. Also da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen häufiger hinfahren. Ne? Auf jeden Fall, was man noch hier noch ein bisschen besser sieht, ist halt, was da gemacht wird. Ich habe vorhin gesehen, ich habe jetzt hier das erste Rotorblatt runtergenommen. Da scheint irgendwas bei den Cypress nicht am Rotorblatt zu stimmen. Stichwort Blattlage und so. Das ist halt wohl bei den 5358 auch nicht unbedingt perfekt. Ich habe auch schon von den Vorbesten gehört, dass zum Beispiel das Getriebe bei den 53er nicht richtig funktioniert, dass halt bei den 53er auch mal ein Motor mit einem Abflug ist im Urlaub. Aber ich bin einfach Fan von dieser Dimension, die die Cypress hat. Das ist halt wirklich was Neues. Was gibt es halt derzeit wahrscheinlich am meisten von GE, weil ich sag mal so V162 und N163 gibt es derzeit noch gar nicht so viele. Und die E160, die ist auch erst in der Anfangsphase. Ich würde auch sagen, ich gucke jetzt mal nochmal die Cypress ganz gut. Das Interessante ist, weil ich habe auch entdeckt, dass es bei dieser Cypress was Oberhalb des
der Tür tatsächlich gibt. Genau, was ich erzählen wollte, ja, bei diesen Cypress wurde ein sogenannter Ring mit Kamerasystem installiert. Und der hat tatsächlich einen ganz besonderen Zweck. Und zwar dient er zum Schutz vor Vogelschlag. Denn wenn man sich vorstellt, was passiert, wenn jetzt tatsächlich ein Vogel in Richtung des Cypress fliegt, dann kann man sich das halt so denken, dass halt die Cypress das entdeckt mit der Kamera und es wird dann mit einem Algorithmus schließlich die Anlage dann auch automatisch abgeschaltet. Bedeutet, das funktioniert ganz schnell und die Cypress, die geht dann zunächst erstmal aus. Und wenn jetzt tatsächlich der Vogel verschwindet, dann geht die Cypress dann wieder in den Betriebsmodus rüber. Ja, warum das gemacht wurde? Es gab diverse Klagen von Naturschützern gegen die Erweiterung des Windparks. Ja, es hat sich auch leider eine Bürgerinitiative damals gebildet, dem Namen Pusteblume. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so gemeint, wie ich es jetzt gesagt habe, aber die haben sich auch sehr deftig wie den Naturschutz sich auch geärgert über die Erweiterung. Und gerichtliche Lösung wurde dann schließlich beschlossen, dieses Kamerasystem zu installieren. Das sieht man uns auch noch mal ganz gut hier bei der anderen Cypress-Anschlag gesehen. Da wird nämlich auch dieses System wurde installiert. Und dadurch halt soll der Vogelschlag auch bei Windparks minimiert werden, wo wiederum es viele Vorkommen von Vögeln gibt. Und das finde ich ganz interessant, weil es gibt nämlich in Deutschland auch reihenweise Windparks, wo wiederum genau leider wegen diesem Thema auch geklagt wird. Und es wird auch immer wieder auch in diesem Naturschutzland Recht gegeben. Ohne irgendwie eine Lösung zu finden, die vielleicht beiden tatsächlich auch passt. Aber es ist nicht unbedingt überall möglich, Windräder zu installieren. Wenn Vögel tatsächlich nicht ausreichend geschützt sind, aber ich denke mal, das ist jetzt ein echt guter Ansatz. Ja, ich würde auch sagen, ich gehe jetzt nochmal drunter, mache dort noch Aufnahmen. Und da geht es halt zum eigentlichen Anlass des Videos rüber. Ja, ich bin weitergezogen und ich bin jetzt hier an der Stelle, wo die ganzen alten Windräder stehen. Hier stehen auf jeden Fall zwei Enron, eins und S. S nur, nicht S, wollte ich gerade sagen. Ja, und das Interessante, eine Enron 1.5 ist schon weg. Gerade ganz brav am Boden und da wird nur noch tatsächlich dann der Betonsockel demontiert. Ja, ich habe auf jeden Fall von der Nachricht vor Weihnachten erfahren, aber ich hätte nie gedacht, dass jetzt wirklich direkt am 1. Januar alle Enron wegkommen, aber das wird sich noch ein bisschen ziehen. Es sind nämlich insgesamt 13 Enron, die wegkommen. Ja, die erste ist weg, 12 weitere 1.5er stehen. Ich stehe übrigens vor der Heide. Ja, das ist nämlich auch ein bisschen interessant an diesem Park, dass die Windräder ursprünglich Nummerierung hatten. Das haben die Cypress nicht, oder Namen besser sagt. Aber das ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz nette alte Anlage. Ja, die macht nur leider jetzt gar nichts mehr. Die wartet jetzt halt brav. Vermutlich bis in den März fast vielleicht auch hinein auf ihren Abbau. Aber wenn man sich jetzt so vorstellt, eine Anlage eine Woche oder so, dann wird sich das echt noch 12 Wochen, also 3 Monate wird sich das noch mindestens ziehen. Und ich glaube auch nicht, dass während dieser Zeit auch die Fundamente schon gegraben werden. Können natürlich auch anders sein. Hier übrigens sieht man noch
ja, die Windräder, die stehen bleiben werden. Und zwar ja, schöne i70, ja, mit Name von 85 Metern. Ja, schöne Anlagen, finde ich. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich gucke jetzt nochmal, ja, was man noch so sehen kann. Klar ist auch, dass natürlich hier auch über Security sein kann. Bedeutet, dass man halt diese Anlagen vielleicht auch nicht besuchen darf. Aber ja, seid gespannt. Hier übrigens sieht man jetzt noch ganz schön, ja, dass sie das erste Rotorblatt des Cypress abgesetzt haben. Ja, ob jetzt noch das zweite Rotorblatt abgeht, werde ich vielleicht noch sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die erstmal Pause machen. Ja, ist halt auch noch eine kleine Baustelle, neben der eigentlich jetzt noch ganz großen Baustelle, die hier derzeit stattfindet. Ja, nochmals ein anderer Blickwinkel. Ja, diese Anlage haben sie jetzt abgebaut. Ich habe auch gerade gesehen, dass das Abbauunternehmen, das ist Sommergrandverleih, jetzt nun weitergezogen ist zu dieser Anlage. Das kann man jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen besser sehen, hoffentlich. Ja, ich denke mal, dass sie wahrscheinlich heute nichts mehr machen werden. Vielleicht, wenn sie noch den Kran aufbauen, den Abbau, wenn sie dann jetzt auch forcieren, dann wahrscheinlich morgen. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass ein bisschen mehr passiert wäre, aber ja, es ist auch erst Anfang Repowering. Sieht man auch übrigens schön die Flügel. Der 1.5 war hier auch richtig schön die Norbe. Und dann das Maschinenhaus. Ich habe auch mal gehört, ja, dass die Windräder eigentlich auch noch ganz gut in der Lage sind, am Ausland betrieben zu werden. Ja, ich denke da halt wirklich immer noch an Uetze Nord. Das sind ja Südwindanlagen, am Ende dann im Ausland aufgebaut worden. Ich hoffe, das passiert auch mit den Enron. Genau, Hochgerbsche Idewitz, die werden, glaube ich, auch im Ausland aufgebaut. Falls das nicht stimmt, muss ich das nochmal kurz korrigieren. Aber ich glaube, Gerbsche Idewitz geht sich auch im Ausland. Also ich denke mal, die anderen sind einfach wirklich noch topfit. Und halt in Deutschland sind sie halt mittlerweile einfach zu klein. Obwohl sie eigentlich ganz nicklig aussehen, aber ja, jetzt sind sie wirklich schon halt nicht mehr ausreichend. Oder stehen halt einfach der Planung von großen Windrädern wie ich und dann ja, braucht man die ab. Ja, ich würde sagen, ich gucke noch ein bisschen weiter durch den Windpark und dann ja, werde ich dann noch am Ende dann halt noch ein Gesamtfazit ziehen. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe abgewartet und jetzt ist tatsächlich die gesamte Security weg. Die sind nämlich jetzt da hinten schon am Gange. Stichwort zweite Anlage. Ja, die Anlage heißt übrigens Heinrich. Ja, ansonsten sieht man hier nochmal richtig schön die Komponenten. Ja, hier sind auf jeden Fall die drei Tonsegmente. Dann sieht man hier noch elektrische Komponenten. Dann hier noch halt das Maschinenhaus. Dann sieht man hier noch richtig schön die Flügel. Und dahin sieht man dann noch die Narbe. Ja, sorry für die Unterbrechung. Da kam gerade ein Auto. Und ich muss aufpassen, dass nicht irgendwie ich von der Security angekatscht werde. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch zeigen. Ja, das ist auf jeden Fall der jetzige Stand. Ja, eine Anlage ist unten. Und ich bin mir sicher, dass die demnächst auch dann abtransportiert wird. Ja, mein Fahrplan noch für das Video. Ich werde es nochmal unter eine E70 mich stellen. Und dann werde ich mich dann von diesem Blick, ja, jetzt ist die Sonne natürlich ziemlich weit unten, mich dann auch ja, vom Windpark Abrinhausen verabschieden. Bis gleich. So, nochmal Zwischenstopp bei Anlage 7. Ja, das ist der nördliche Teil von Windpark-Albrinhausen. Ja, der andere Teil von Albrinhausen erstreckt sich ja hier. Und ja, ich habe auch übrigens schon bei den beiden Enron gehört, dass da irgendwelche Arbeiten sind. Aber ich denke mal,
ja, das sind erstmal vorbereitende Maßnahmen, ja, um dann letztlich dann auch den Kran dann halt einsetzen zu können. Dann wird es relativ zügig gehen mit dem Runterziehen von Rotorstern und der Turmsegmente. Naja, auf jeden Fall wollte ich noch eines erzählen. Und zwar habe ich vorhin bei der Einanlage vergessen zu erzählen, dass da ja auch die Komponenten waren. Genau, das war nämlich zum einen halt das Maschinenhaus und die Rotorblätter. Bei der Anlage war es damals so, da war nur der Turmstumpf bis oben, ja, fertig. Und dann habe ich hier wirklich dann aber auch schon die kompletten Restkomponenten gesehen, bedeutet hier dann die Flügel, die sogar auch noch geteilt waren, die Turmsegmente. Das Maschinenhaus war, glaube ich, damals noch nicht da. Das ist halt wahrscheinlich später kommen. Ja, denke mal, das wird einfach logistisch auch ja, so gemacht, dass nicht alles gleichzeitig kommt. Aber ja, man sieht hier auch wohl ganz schön, die zwei hinteren Anlagen haben wahrscheinlich wegen, ja, dieser Geschichte mit dem NABU, die ja damals halt klagt, dann haben jetzt halt Betriebsbeschränkungen. Das bedeutet, die müssen zu bestimmten Zeiten am Tage stehen. Aber die ist wohl nicht von betroffen. Die dreht sich auf jeden Fall richtig schön. Gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt auch weiter jetzt zur E70. Bis da. So, ja, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt zum Part mit den E70. Ja, das Interessante ist halt, diese, ja, Dreisprung E70 werden stehen bleiben. Die zwei hinteren Enron hingegen, ja, sie kommen weg. Ist halt schade, aber ja, wird auf jeden Fall interessant aussehen, wenn tatsächlich die vorderen E70 noch mit der alten I-Form dann, ja, neben E160, EP5, E3, ja, mit der vollkommen untypischen Enercon-Form sich drehen. Die nämlich haben ja diese länglichen, das Gondel. Ich weiß, wie es ist, aber man kann sich das wahrscheinlich sogar fast vorstellen, so wie bei einer GE, dieses lange hintere Stück. Nur ich glaube, die wird dann noch ein bisschen flacher sein. Also bedeutet, ohne dieses obere Dings dann, und dann tatsächlich vorne dann die dicke Generator und dann die riesigen Flügel. Das wird erstmal erschrecken, meiner Meinung nach, weil man kennt ja Enercon wirklich nur so. Man hat ja aber mittlerweile auch echt nach 2 Jahren schon sich an die EP3 gewöhnt. Und die EP5, ja, die hat man ja auch sehr gerne auch genommen. Optisch, ja, weil die natürlich halt so Lacherway versprüht hat. So diese Optik. Aber jetzt die Inessel, das ist definitiv was ganz Neues. Und ich bin mal hardcore spannend, wie das aussehen wird, wenn die sich drehen. Wenn übrigens noch zur GE, wo die Flügel getauscht werden, da wird es tatsächlich schon vorbereitet, den zweiten abzunehmen. Kann aber nur sein, dass die vielleicht morgen abgenommen wird. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal die GE oder die E70 und habe nochmal vorne anschauen. Übrigens, die heißt Titan Jana. Ja, nochmal einen schönen Blick auf die 70. Ja, steht uns auf 85 Meter Namenhöhe. Ja, und ist einer der älteren E70, denke ich mal. Weil die hat auch ein bisschen andere Form der Gondel. Und die hat ansonsten noch, ja, auch nur 2,0 Megawatt Nennleistung. Läuft aber auch tatsächlich ganz schön. Ja, wenn man sich jetzt das mal Vorderseite ansieht, ja, das sieht wirklich noch richtig urig, traditionell Enercon-like aus. So richtig mit ja, GFK-Gondel, Heterkant-Segment.
Ja, wer hätte gedacht, dass das eines Tages mal wirklich Schnee von gestern war. Aber wie schon gesagt, ja, die Kosten diktieren die Windkraftbranche und dann ist tatsächlich halt diese ganze Verkleidung und dieses ganze Design einfach zu teuer. Aber ja, die Fans wissen natürlich, dass das eigentlich die schönste Form ist. Also wirklich halt kompakt und richtig schön mit aus einem Guss. Ja, das sieht einfach anders aus. Ja, ansonsten ja, würde ich mich nochmal von hinten melden. So, ja, ich bin nochmal angekommen bei den Enron, die wegkommen. Ja, das sind nämlich halt diese zwei. Ich stehe persönlich derzeit unter Johann. Und dann geht es hier noch so schön weiter. Übrigens habe ich auch gesehen, die anderen selber wurden portiert von Windwert. Ist halt ein wahrscheinlich älterer Portierer. Genau, und die kommen jetzt auf jeden Fall weg. Und ja, Westbend hat jetzt halt nun ja, im vergangenen Jahr die Genehmigung erhalten für das Repowering dieser Windräder. Ich habe ursprünglich auch mal gehört, die sollten gar nicht mal weg, wo auch immer. Weil da gab es irgendwie so einen Vertrag mit einem Stahlkonzern oder mit einem energieintensiven Unternehmen. Die haben dann entschieden, dass ursprünglich die Anlagen dann dafür Strom liefern sollten, für die Produktionsprozesse. Aber ja, das ist halt anscheinend dann doch anders gekommen. Denn die kommen jetzt alle weg. Auch die hintere Reihe kommt weg. Den bei der 70, da war ich gerade eben. Und ich weiß jetzt nur von dieser Anlage hier, dass genau daneben eine E160 kommt. Und ich habe erstmal gedacht, das wären schon Maßnahmen zum Abstecken. Aber ich bin mir jetzt eher sicher, dass das damit nichts zu tun hat. Die soll nämlich hier ja rund 15 Meter entfernt, wahrscheinlich da hinten, da soll sie wohl stehen. Und die wird dann schließlich im Frühjahr dann auch gebaut mit Fundamenten und so weiter und so fort. Sollen insgesamt 10 entstehen von den neuen E3-Typen. Und dafür kommen jetzt diese 13 Enron weg. Ja, ich würde sagen, ich werde mich jetzt noch auf einen finalen Posten noch begeben. Und dann werde ich nochmal den ganzen Wimper zeigen, weil ja, ich bin jetzt halt noch im Windpark drin und dann, ja, ist mein Video auch zu Ende. Ja, dann wäre ich auf jeden Fall am Ende des Videos angekommen. Ja, ich bestehe mich jetzt nochmal unter die südlichen Cypress auf 161 Metern. Ja, hier sieht man auf jeden Fall schön den aktuellen Stand. Und hier halt Enron-Reihe. Ja, das ist jetzt auch ein endgültiger Anblick. Das bedeutet ein letzter Blick tatsächlich auf die 1.5er. Was ich auch noch richtig schön finde, ist, dass hier gerade schön die Sonne untergeht. Das wohl vor zwei Enercon-Windrädern. Ja, auf jeden Fall, was ich auch interessant finde, sehe ich auch gerade hier nochmal, das ist richtig schön hier in die Region Schwarförden. Da steht nämlich auch ultra viel. E70, E82, dann vermutlich wohl noch etwas größere Turbinen. Ja, das ist einfach nur krass, also die Region, da muss ich auch immer mal hin. Aber gut, ich würde sagen, ich bin jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja,
seid gespannt, wenn tatsächlich dann irgendwann im Jahr die neuen Windräder stehen, weil das wird auf jeden Fall richtig geil. Bis dann!